Ich bin der Julian Schütter, bin 21 Jahre alt, aus dem wunderschönen Schladming. Und ich bin aktiver Skirennläufer, derzeit im österreichischen Skiverband im B-Kader. Bin amtierender Vize-Junioren-Weltmeister. Als Leistungssportler ist man viel unterwegs und belastet seinen Körper viel mit schweren Sport und über Säuerduft, alles Mögliche. Und ich schaue, dass ich meinen Körper gern was zurückgebe, einfach schon, wo ich kann. Und das geht auch super über die Ernährung und über das Wasser. Und deswegen befasse ich mich schon länger mit einem gesunden Lebensstil und auch mit gesunder Ernährung. Und während dem Prozess bin ich halt auch auf das Thema Wasser gestoßen. Habe mich da informiert, bin zu einem Vortrag gegangen. Da habe ich den Pointner Franz kennengelernt. Der hat mit mir dann ein bisschen genetzwerkt. Da bin ich zur Firma H-Preis gekommen. Und die stellen super Geräte her zur Wasseraufbereitung. Und somit habe ich jetzt immer mein bioenergetisches Wasser dabei. Seit einiger Zeit habe ich jetzt ein Wasseraufbereitungsgerät von der Firma H-Preis. Und es gibt verschiedene Arten, wie ich das jetzt merke, dass das Wasser einfach besser ist. Zum einen schmeckt es einfach besser. Ich muss mich nicht mehr dazu zwingen, dass ich jetzt mehr Wasser trinke. Ich trinke automatisch sehr viel Wasser eigentlich, weil es super schmeckt. Man erkennt auch einen Unterschied beim Kochen. Ich da selber auch gern kochen. Und der Geschmack von den Lebensmitteln ist einfach intensiver. Der Tee schmeckt besser, der Kaffee schmeckt besser. Also eine gute Nebenwirkung von dem ist auch, dass einfach meine Geräte nicht mehr verkalken. Ich schaue gerne auf die Umwelt. Ich finde, dass jeder ein bisschen mehr für die Umwelt da sollte, weil es ist unser einziger Planet da. Schauen wir ein bisschen drauf. Und da hilft das Wasser auch ganz gut, weil ich habe einfach daheim aus der Leitung mein super Wasser, fülle es mir in die Trinkflaschen und habe es überall dabei. Brauche keine Plastikflaschen mehr kaufen. Das ist auch super. Das Thema Wasser und Wasserfilter, da stößt man gleich einmal ziemlich auf Widerstand, wenn man mit jemandem drüber redet. Und ich muss ehrlich sein, vor ungefähr einem Jahr, bevor ich mich mit dem ganzen Thema beschäftigt habe, hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass ich jetzt einmal der Meinung bin, der was ich jetzt bin und dass ich die so Geräte auch verwende. Aber ich kann nur empfehlen, dass sie Leute einfach einmal informieren drüber, einmal die Zeit nehmen und sich wirklich Gedanken machen. Und das wird wirklich vielen helfen, auch gesundheitlich ist das nur zu empfehlen.